Zelda Dungeon of Infinity. Wir starten wieder rein in eine neue Runde, Leute. Es geht direkt los. Wir wählen mal wieder einen Charakter aus. Wir nehmen heute mal den Affen und gehen rein in eine neue Runde, Leute. So, für alle, die neu sind, ich empfehle euch wieder, die ersten zwei Folgen vorher zu schauen, die ich bereits aufgenommen habe zu diesem Projekt. Die sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung unter der Playlist verlinkt. Da erfahrt ihr alle nötigen Infos. So, ansonsten, ich hoffe, dieser Run läuft heute wieder ein bisschen besser. Der letzte Run war ziemlich gut. Wir wussten nur nicht, was wir final machen sollten. Das ging final richtig in die Hose. Dementsprechend habe ich mich schon mal ein bisschen vorbereitet und überlegt und mir eine Lösung ausgedacht, wie wir Aghanim jetzt im Endeffekt vielleicht bezwingen können. Und hoffe vielleicht, das heute in dem Run umsetzen zu können. Das werden wir sehen, ob wir so weit kommen. Und ich habe natürlich auch wieder ein paar Tipps von euch angenommen, die ihr mir unter das letzte Video geschrieben habt. So, außerdem ist das heute meine Geburtstagsfolge an euch. Theoretisch ist heute mein Geburtstag, wenn ich dieses Projekt hochlade. Also freue ich mich sehr, dass ich euch das jetzt hier noch bieten kann. So, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Luck haben heute. Das sieht gut aus. Bis jetzt ist aber sonst noch nicht so viel passiert. So, hier brauchen wir schon einen Schlüssel, alles klar. Das ist ja schon mal wieder ganz krass hier aufgebaut. Bin gespannt, wie der Run heute wird, Leute. Bin heute echt gespannt. Also, Aghanim hat uns letztes Mal vollkommen fertig gemacht, ne? Hat uns die Items geklaut, da ist der Schlüssel. Was heißt, wir müssen irgendwie ohne Items klarkommen. Der einzige Hind, der so ein bisschen dabei war... Ah, Kompass. Das, was ich eigentlich am wenigsten brauche. Ja, der einzigste Hind, der da so ein bisschen nebenbei noch war, war, dass er Bomben geworfen hat. Das war so die einzige Waffe, die wir gegen ihn benutzen können. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir die vielleicht nehmen können und einfach auf ihn draufballern können. Ich war da beim letzten Mal wirklich in dem Moment einfach viel zu überfordert, als dass ich darauf achten hätte können. Okay, ansonsten... Ah, erste Runde gönnt nicht so richtig. Ah, hier kann man rein. Erste Runde, erstes Stockwerk hat nicht so krass gegönnt. Wir haben Pfeile, wir haben ein bisschen Bomben und wir haben ein bisschen Geld. Das ist leider alles in der ersten Etage. Geht so. Ja, ich sag's halt immer wieder, man braucht wirklich auch ein bisschen Glück. Klar, Können zählt da auch irgendwie ein bisschen mit rein. Aber wenn du halt nicht die richtigen Items bekommst, kannst du halt auch nichts machen. So, wir haben 65 Rubine. Ist nicht viel. So, 65. So gut wie nix. Schauen wir mal, ob uns das Glück noch hold wird. Jawohl, das ist mal eine Schatzkiste. Mit ein bisschen Chili. Okay, stellt 5 Herzen wieder her. Und Fackeln anzünden ist hier der Weg, um weiterzukommen. Hi, Kumpel. Oh, shit. Mana kriegen wir gerade ganz gut. So, brüchige Wände, Leute. Ich habe mich informiert, brüchige Wände sind wirklich nur, wenn sie zentral in der Mitte des Raumes sind, relevant. Ansonsten total unwichtig. Okay, wenn wir hier Splitter bekommen, Kingstones, kommen wir auf jeden Fall zurück. Nice. Schlüssel haben wir auch noch bekommen. Und da haben wir ein Gemstone. Oh. Passt gerade nicht so richtig zusammen. Okay. Okay, geschlossener Raum einfach. Und hier ging es noch nach oben. Okay. Kann ich runterwerfen? Jo, das ist möglich. So, das ist jetzt keine gute Idee. Ne? Ich sollte mal warten, bis der ein bisschen wieder locker lässt.
Ah. Okay, Glück gehabt. Aber war das jetzt alles? Wir brauchen bestimmt noch irgendwo einen anderen Schlüssel, oder? Zack. Zack. Das könnte eine sein. Jawohl. Okay, nice. Rotes Elixier. 30 Pfeile. Ah. Weiß ich nicht. Zack. Gönnt gerade leider nicht so. Mana haben wir wieder en masse. Wir bräuchten halt... Der Ring wäre jetzt geil. Mana in Geld. Würde ich jetzt fühlen. Müsste halt nur mal kommen. Zack. Zack. Shit. Okay. Ba, 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 ba. Mana ist voll. Wir brauchen irgendwas, um unser Mana auszugeben. Ja, das Herzteil... Ah, oh, shit, ey. Ja, komm, ich nehme mal mit. Und dann haben wir jetzt auch schon Ende al Dente. Kam mir ganz schön kurz vor, tatsächlich. Okay, da ist zu. Ba, 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 ba. Und da brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Jetzt geht's los, jetzt wird's dunkel. Beim letzten Mal hatten wir wirklich einen geilen Run. Muss man einfach sagen. Der lief so gut. Und ja, aus Unerfahrenheit haben wir es halt einfach verkackt gegen Arganim. Aber ich glaube, das geht vielen so. Könnte ich mir vorstellen. Und ich gehe davon aus, das Einzige, was im Endkampf wirklich zählt, ist, wie du dich anstellst und wie viele Herzcontainer du gesammelt hast. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall auch Prioritäten drauflegen. Okay. Weiter geht's. Man kann in diesem Spiel leider nur weiterhin sagen, üben und lernen. Shit. Oh Gott. Nein. Boah, das ist gerade ganz eklig hier. Okay, der ist tot. Geld kriegen wir dafür. Und hier sind wieder Kingstones, die uns aktuell noch gar nichts nützen. Also bis jetzt kein guter Run. Muss man definitiv sagen. Tür? Tür nach oben, okay. Noch einer. Was soll ich denn damit? Shit, ey. Wahnsinn. Also, ja, so wie es halt in manchen Run komplett geil anfängt, fängt es in dem komplett scheiße an. Mal gucken, wie sich das hier noch entwickelt. Das gute Stück. Boah, 40 Rubine, Alter. Wahnsinn. Das ist gut. Zack. Okay, Schatzkiste. Da ist nur der Schlüssel drin. Und hier nochmal 5 Rubine. Okay. Bap, 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 bap. Ey, Kumpel. Nix. Eine Feenquelle. Lass ich erstmal noch unbenutzt, glaube ich. Wir usen erstmal einen Schlüssel. Okay. Oh shit. Das Mana. Nee, es nervt mich. Es nervt mich, dass wir aktuell Mana sammeln und das in die Hose geht. Also weggeht einfach. Ich gehe mal nach oben. Hier ist so ein Gemstone-Ding. Okay. Sollten wir uns merken. Sobald wir so ein Ding haben... Ich habe das noch nie benutzt. Vielleicht wird heute der Tag kommen, an dem es soweit ist. So, hier ist gar nichts. Keine sprengbaren Wände. Nö. Nothing. Okay. Hi. Zack. Ah, okay. Ich muss konsumieren. Nee, nicht equippen. Zack, zack, zack. Kein Geld.
Rein gar nichts. Wow. Oh Mann. Okay, Marke ist auch am Start. Ich habe vorhin den Typen gesehen mit dem Brief. Den Opa. Okay. Und wieder gar nichts bekommen. Ey, das ist so traurig. Okay. Viele Fledermäuse. Fackel. Sprengbare Wand. Das ist in der Mitte, oder? Yo. Ah. Okay, cool. Ja. Dann let's go. Probieren wir das mal aus. Fingenquelle oder nee, Sorra-Quelle. Das erste Mal, dass wir das benutzen, habe ich noch gar nicht geschafft bisher. Ich hoffe, da kommt was Gutes bei rum. Hier war's, ne? Genau. Two Gems. Okay. Dann Use. Was? Use. Zack. Use. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wenn man zwei davon reinwirft, dann kommt eher so ein Item oder sind manche wertvoller? Weiß das jemand? Kann jemand das in die Kommentare schreiben, falls es jemand weiß? Danke für die Gems. Hier ist ein Item. Das ist alles? Echt jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen Heilung bekommen. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich erwartet hätte. Ja, hier können wir uns jetzt den Brief mitnehmen. Ich mache einfach mal. Was war Hamlers Hammer? Okay, und weiter geht's. Wir haben noch einen von den Steinen. Also falls wir noch einen finden sollten, können wir nochmal zu der Quelle hochgehen. Falls nicht, dann ja, dann halt nicht, ne? Hallo? Jemand da? Hm. Na, wo bist du? Da ist er. Shit. Komm, jetzt hau den weg. Alter. Boah, wie schlecht. Wartet mal, Leute. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz zu der Fee hoch. Ist aber allgemein auch eine schlechte Runde. Und ich stelle mich gerade nicht so klug an. Möglicherweise ist das nicht der Run, den wir nehmen, um es zu beenden. Ich glaube nicht. Ihr könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr weiterhin Bock auf dieses Format hier habt. Also ich finde es immer noch sehr geil. Es macht mir sehr viel Spaß und auch weil halt jeder Run so einzigartig ist und immer wieder ein bisschen anders. Du weißt nie, was dich erwartet. Jetzt läuft zum Beispiel saumäßig schlecht. Beim letzten Mal war man schon übelst stark. Macht's halt immer wieder aufs Neue spannend. So. Aber, genau, mich würde da auf jeden Fall mal eure Meinung zu interessieren. Ob ihr das auch immer noch spannend findet oder ob ihr sagt, ja komm, mach den jetzt einmal fertig und dann reicht's oder gerne weiterhin solche Runs, weil es einfach bockt, dazu zu, ja, zuzusehen. Okay. Drüben können wir uns immer noch einen Gemstone abholen. Hier haben wir jetzt gerade total gefailt. Und wir sind auch auf der Etage mit dem Boss. Das müssen wir halt auch noch sehen. Okay, 30 gegen 80 Rubine, das machen wir doch gerne. Sehr schön. Und dann voll in die Falle gelaufen. Und das war schon wieder komplett blöd. Oh Mann. Ja, ein Bogen wäre jetzt geil. Ein Stab haben wir halt gar nicht. Oh Gott. Hab gerade nicht so viel erwartet, tatsächlich. Okay, ein Feenorb ist schon was Nices. Was macht denn eigentlich... Okay, restort all unser Leben. Boah, shit, ey. Wie macht man das? Ich lasse die Feen erstmal liegen, glaube ich. Ba, 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 ba.
Ich meine, die können wir ja dann immer noch holen und werfen und dann haben wir immer noch quasi so ein kleines Backup. Theoretisch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es gleich vorbei ist. Shit, ey. Komm schon. Nochmal irgendwie ein Händler oder sowas. Nee, da ist der Boss. Da ist der Boss. Boah, wir haben halt gar nichts. Ich weiß nicht, ob das was wird, Leute. Okay, ich hole mir schnell die Feen. Zack, bam. Her damit. Und ab in den Fight. Ja, ein Bogen wäre halt geil gewesen noch, aber wir haben halt gar nichts bekommen. Das wird eine richtige Kackrunde, Leute. Wir haben viel Leben, aber das ist auch alles. So, ich glaube, da kann ich schon mal das erste usen. Normalerweise immer mit Level 2 Schwert maximal oder minimal bis jetzt gehabt. Okay. Okay, gut. Haben wir doch ganz gut gemacht. Also man muss sagen, wenn man den öfter macht, dann wird er leichter. Okay, aber ich war jetzt irgendwie voll angespannt, Alter. Ganze Zeit Luft angehalten, aber wir haben es geschafft. Okay, aber es läuft beschissen. Es läuft beschissen. Leute, sonst hat man schon zwei Schwerter, zwei Rüstungen oder so. Das war bisher alles immer schon besser. Kein guter Run bis jetzt, finde ich. Also, das Glück ist nicht auf unserer Seite. Ich glaube, lange halt man nicht durch. Wenn wir jetzt nicht irgendwann mal langsam was Krasses bekommen, sehe ich diesen Run als verloren. Weil wir halt einfach langsam mal stark werden müssen. Was Rüstung und was Schaden angeht. Sind wir in keinster Weise irgendwie so weit, dass wir hier auf der Etage sein sollten. Alter, guck doch mal, was die aushalten, ey. Ba-ba-ba, na-na-na. Bis jetzt wirklich einfach eine schlechte Runde. Muss man einfach sagen. Nicht mal die Pfeile kann ich aufheben. Warte mal, das. Das ist ziemlich mittig. Ob das was ist, weiß ich nicht. Ich schätze eigentlich nicht. Nee. Ich sollte mich nicht verirren lassen von sowas. Okay, weiter geht's. Ba-ba-ba. Ansonsten, hier haben wir noch einen Weg nach oben. Jetzt klappt die Fledermaus schnell. Du. Okay, hier haben wir schon den Schalter. Aber ich finde es krass, dass die Geister trotzdem nur einen Schlag aushalten. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die sind stabiler. Okay. Es geht auch noch rechts. Es geht aber auch... Warte mal, hier ist eine Wand. Nee, das bringt nichts. Okay, ich gehe erstmal nach rechts. Auf den habe ich gar keinen Bock. Auf die beiden habe ich gar keinen Bock. Okay. Und nichts bekommen. Kein Durchgang, sinnloser Raum. Okay. Na 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 na.
Okay, hier geht's auch noch nach unten und es geht natürlich nach rechts noch. Oh Gott, die Ratte habe ich gar nicht gesehen. Okay, warte. Muss ich usen. Ja. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh, sowas hatte ich auch noch nie. Ja, krass. Einfach Gegner eingefroren. Ja, meine ganze Magie geht auch ins Leere. Das ist so nervig. Es wäre halt geil gewesen, wenn wir gleich den Ring gehabt hätten. Aber ich weiß nicht, ob selbst der Ring mir irgendwas gebracht hätte. Keine Ahnung. Okay, da ist der Schlüssel. Aktuell wirklich ein sehr schlechter Run. Und da wird er auch nicht besser von, wenn ich irgendwo in die Stacheln reinlatsche. Okay, 20 Rubine. Komm jetzt, ich will mal einen Shop oder so, Leute. Warte mal, das? Ist das was? Nein. Ich will einen Shop, Junge. Komm schon. Das gibt's noch nicht. Hä? Ah. Ja, das ist auch kein Shop. Muss ich alle Gegner töten? Ja. Okay. Das wäre ich jetzt einfach mal durchgelaufen. Okay, und weiter geht's. Bringt mir auch schon wieder nichts. Aufladen. Mann. Und nicht eine Sache in dem Schädel. Scheiße. Okay, Geister. Fledermäuse. Komm her. Und es geht nur nach links. Hallo? Hallo? Ist der schon wieder? Okay. Vier Bomben. Oh Mann. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Also ich muss sagen, dafür, dass ich wirklich komplett unterfeedet bin, ne, unterbufft bin, schlage ich mich ganz gut. Okay, wir haben endlich mal was. Aber ganz ehrlich. Das ist halt einfach nicht krass. Für das, was ich alles schon durchgemacht habe. Einfach nicht krass. So. Okay, es geht weiter. Hallo? Eine Map. Ich brauche keine Map. Hi. Oh, mal ein paar Herzchen, Wahnsinn. Hi, was machst du denn hier? Hallo? Gar keinen Bock auf mich. Der hat den Schlüssel, alles klar. Okay, und es geht nach rechts, ja. Der hat eine schöne, ja, konsumiere ich, rein damit. Eine schöne Suppe oder so fallen lassen. Eieieiei. Okay, da haben wir den Geist. Und da geht es jetzt noch irgendwie nach unten, wenn ich das richtig sehe. Ne, geht's nicht. Jetzt habe ich die Tür hinter mir zugegangen. Da kann ich auch nach links rein irgendwie. Okay. Also ganz ehrlich, wenn das der Run wird, fress ich einen Besen. Da fress ich einen Besen. So, da geht's nach oben. Ich will jetzt irgendwie nochmal in den einen Raum da, der da noch so schwarz aufleuchtet auf unserer Karte. Meine Güte, da muss ich ja noch um 20 Ecken rennen, ey. Oh Gott, nein. Gibt's doch nicht. Es geht halt einfach nicht voran gerade, ne? Das ist das Schlimme daran. Weil wir halt noch so schwach sind. Ein Bogen wäre geil gewesen. Da hätten wir auch den Boss leichter plätten können. Ich meine, den haben wir trotzdem ganz gut gemacht, finde ich.
Also ich bin sehr begeistert darüber, dass wir gut mit dem Boss klargekommen sind. Aber wir hatten auch viel Leben. So, okay, ich muss aber von links her. Warte mal, also hier nach links muss ich. Was haben wir denn da für einen Raum? Es hat sich nicht gelohnt, es ist einfach nur eine Falle. Bullshit. Shit. Einfach nur auf den Sack bekommen. Nee, oh, hat sich null gelohnt, Leute. Kacke. Mana en masse, aber ansonsten halt auch nichts. Ja, Leute, ich glaube, der Run endet in der nächsten Etage. Ich denke ja. Wenn das so weitergeht. Ich hatte halt wirklich null Glück bis jetzt. Oder was sagt ihr? Das ist doch wirklich ein Run, der gerade zum Scheitern verurteilt ist. Aber dafür kann man halt auch nichts. Das ist halt einfach der Zufallsgenerator, der hier richtig reingekickt hat. Normalerweise brauchst du halt irgendwo ein Schwert, was du kriegst, oder mal ein paar Schatzkisten mehr. Shit, das war natürlich doof von mir, aber... Naja. So, und dann war es das hier auch schon. Oh, jetzt kriegt man ein Schwert? Her damit. Ja, jetzt bräuchte ich halt Heilung, ne? Da drüben gab es noch eine Pizza, aber ich hole mir jetzt nicht die Pizza noch, ganz ehrlich. So, Schlüssel. Und okay, wir fangen einfach mal unten links an. Rein da. Okay, zack, 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 alles weg hier. Kein Herzchen, rein gar nichts. Danke für nichts. Wir gehen einfach mal links weiter. Könnte das was sein? Oh ja, komm schon. Okay, nur ein bisschen Geld leider. Okay. Das nehme ich mit. Was war das hier? Info? Into Ice. Ah, nee. Den nehme ich nicht. Aber ich trinke... Das ist Bier, glaube ich, ne? Ich trinke ein Bier. So. Oh ja. Mann, der hält auch zwei Schläge aus, dieser komische Schleim. Da haben wir den Schlüssel. Brauche ich den schon oder geht's hier unten noch weiter? Ne, es geht nach unten noch weiter. Hey, mein Brief. Hey, meine Bomben. War auch einfach wieder nur eine Falle. Shit. Okay. Das war das hier. Da ist der Schlüssel. Es geht noch nach rechts, oder? Nee? Nee? Okay. Dann ab durch die Schlüsseltür. Na, na. Okay. Oh Gott. Viele Gegner. Dieses komische Ding da, ne? Ich kann meinen Opa durchsuchen, meinen Onkel durchsuchen. 60 Rubine, okay. Ein Bier bitte usen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich meine, wenn wir es bis ins Dorf schaffen, können wir uns krass equippen vielleicht, ne? Okay, hier brauche ich einen goldenen Kingstone. Wahrscheinlichkeit, dass ich den bekomme, ist sehr gering. Okay, direkt der Schlüssel. Das war komisch. Das war sehr komisch. Oh. Was ist denn jetzt los? Oh, Alter, was? Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's ruck. Ja, hä? Jetzt wird's ein guter Run. Alter. Hä? Einfach Schild bekommen. Und 200 Rubine mittlerweile. Okay, den kann ich nicht angreifen.
Scheiße. Kacke. Kacke. So, ein bisschen Licht machen. Da. Boah. Auch so eine riesen Mana-Flasche. Jetzt bräuchte ich echt diesen Ring. So, warte mal. Hier? Könnte das was sein? Nee. Leider nicht. Okay, weiter nach oben. Let's go. Nee, ist nicht dein Ernst. Jetzt wird das einfach noch ein guter Run, ey. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so passiert. Okay, Pfeile, oder? Drop. Ich meine, die können wir uns ja auch wiederholen. Wenn wir jetzt irgendwie... Wenn irgendwie noch was Unerwartetes passiert, holen wir uns die einfach wieder. Zack. Zack. Okay. Mana. Nee, es geht jetzt... Hä, es geht... Es geht noch weiter jetzt. Also es geht jetzt schon runter. Ich weiß nicht. Pfeile? Pfeile? Nee. Ich lasse die Pfeile, glaube ich, liegen. Ich lasse liegen. Wir sind jetzt im Dorf angekommen. Okay, ihr habt mir wieder ein paar Tipps geschrieben, die ich machen soll im Dorf. Pfeile. Ich glaube, wir hatten jetzt am Ende wirklich nochmal ganz geiles Glück. Oh, und jetzt haben wir auch nochmal Rubine, ey. Wahnsinn. Nicht dein Ernst, ey. Okay, Konzentration. Konzentration. Auch das kann den Tod schnell bedeuten, wenn ich hier nicht aufpasse. So. Einfach nochmal 30 Rubine bekommen. Da ist nix. Zack. Okay. Leute, es geht ins Dörfchen. Okay, es geht ins Dörfchen. So, jetzt. Ich hoffe, wir kriegen Herzcontainer und können diese Schmach vergessen. So. Wir haben 200 Rubine. Bevor ich jetzt irgendetwas mache, ich gehe jetzt als allererstes gehe ich in den Laden und gucke, ob wir dieses Band kaufen können. Diese Kette, womit wir 20% mehr Rubine erhalten. Nee. Das ist auch geil. Gibt's diesmal leider nicht. Kacke. Ah. Jetzt gibt's dieses... Ey, ich hab echt Pech, oder? Ich hab echt Pech. Jetzt gibt's das nicht. Ja, Secret-Ding brauche ich nicht, oder? Was meint ihr? Hat das irgendeinen Mehrwert, das Ding zu kaufen? Ich glaube eigentlich nicht. Okay, also können wir eigentlich jetzt anfangen und farmen, ne? Ist auch relativ teuer. Ist schon ziemlich teuer, ne? Muss man sagen. 160 Rubine? 160? 140? 120? Ich meine, ich werde mir alles leisten können, wenn ich fertig bin, aber trotzdem sehr teuer. I guess. Der verkauft den Schlüssel. Aber den kriegen wir doch so, oder? Nicht? Bin ich falsch? Okay. Wir kaufen uns erstmal den Sack. Ich denke, das ist gut. Und wir legen los. Okay, passt auf, Leute. Also, ihr habt gesagt... Nee, warte mal. Wir brauchen sowieso erstmal das Buch. Das war hier unten. Eigentlich wollte ich das letzte Mal sagen, wir skippen das hier, aber es gibt wieder neue Erkenntnisse, die es gibt, um noch mehr Sachen zu bekommen. Und deswegen machen wir es einfach nochmal. Boah, nochmal 125 Rubine, okay. Kann doch noch ein guter Run werden, Leute. So, passt auf. Also. Wir machen erstmal ganz normal unseren Standard. Hier ziehen wir mal durch. Zack. Und hier kriegen wir erstmal noch eine Schatzkiste. Ja, das Amulett bringt mir halt nicht viel, ehrlich gesagt.
Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, einen Herzcontainer oder so, ne? Nein, den Dings hatten wir das letzte Mal. Oh, jawohl. Nochmal 20 Rubine. Den Köcher hatten wir das letzte Mal, glaube ich, bekommen. Okay, wir ziehen erstmal durch. Also, es geht hier los. Ich soll hier hinter den Statuen langlaufen. Dafür gab es auf jeden Fall Kohle. Ich laufe hier überall nochmal lang. Danke auf jeden Fall nochmal für den Tipp. Das hat auch nochmal 40 Rubine gegeben. Und hier gibt es eine leckere Suppe, die mir jetzt auch nicht viel bringt. Also da hat man schon bessere Items auf jeden Fall. So. Huch. Dann hier die vier Büsche wegnehmen, mitnehmen. Dann Schatzkiste. 100 Rubine. Sehr schön. Okay. Da. Bomben. So, dann hier, nimm das Buch, bitteschön. Gib uns einen Spiegel. Ein schönes Spiegelei. Haha. So, zack. Wir haben auch den Brief, Leute. Es wäre halt so bastet gewesen, wenn wir jetzt die 20 Rubine hätten, ne? Also 20% Rubine. Wenn wir die jetzt noch extra gehabt hätten, weil wir haben halt auch den Brief. Den geben wir jetzt auch nochmal ab, das gibt auch nochmal Kohle. Das wäre echt gut gewesen. So. Die haben wir das letzte Mal halt nicht erfüllt, die Quest. So, zack. 225 Rubine. Let's go. Tschüss. Und jetzt stirbt sie leider. Tut mir leid für dich. Aber danke für dein Geld. wie böse. Okay, hier noch ein bisschen was drin vielleicht. Bomben. Oh Gott. Warum hast du die nicht eingesammelt? Da war ich zu euphorisch. Oh ja. So, zack, 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 zack. Boah, 658 Rubine einfach, ne? Holla die Waldfee. Das läuft. So. Da kriegen wir den Pilz. So, und jetzt wieder eine Besonderheit. Wenn wir den Pilz jetzt abgeben sollten, bei der Oma kriegt man ja das Zauberpulver. Also bei der Hexe. Pass auf. Jo. Gib her. Und mit dem Zauberpulver, wir haben halt abnormal viel Magie, ne? Muss man sagen. Habt ihr gesagt, ich soll mal die Hühner bestäuben? Okay, klingt ein bisschen doof. Aber da ist eine Ratte draus geworden. Hä? Warum sollte ich das jetzt machen? Oh Gott, sorry. Was? 25 Pfeile. Warum sollte ich die Hühner bestäuben? Wo bin ich? Also ich hatte eigentlich gelesen, als Tipp sollte ich eigentlich die Hühner hochheben nur und man kann dann Eier von denen bekommen. Aber ihr hattet auch geschrieben, ich soll die mal mit dem Pulver bestäuben, aber das bringt ja überhaupt nichts. Leute. Ich habe jetzt einfach nur Mana verschwendet. Leider. Ich dachte, wir machen jetzt irgendwas Cooles hier. Schade. Naja gut, hat der irgendwas Besonderes? Die haben immer denselben Mist, oder? Hier, der hat Eier, okay. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Also ich fand immer die blauen Elixiere bis jetzt am besten, ehrlich gesagt. So. Zack. Aber wir haben jetzt auch, ehrlich gesagt, in dieser Stadt gar nicht so krasse Items. Also ich fand das letzte Mal war das schon besser. Ja, hier, bitteschön. So. Ba, 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 ba. Dann wecken wir jetzt den König auf. Dann kriegt man noch einen geilen Schlüssel. Und im nächsten Run skippe ich das auf jeden Fall alles. Dann wisst ihr ja, wie es läuft, ne? Denke ich zumindest. Dann ist es immer das Gleiche in etwa. Und ich schaue dann erst wieder rein, wenn ich weiß, was ich kaufe. Oder wenn ich was kaufen will.
Ich denke, das ist okay für euch, oder? So, wir gehen nochmal zu Schralala schnell. Und holen uns da... den Stein. Genau, der ist auf jeden Fall super wichtig. Also der gab ja so geile Items beim letzten Mal in der Mine. Da haben wir ein Schwert-Upgrade und den Bogen bekommen. Also das fand ich richtig geil. Das war schon echt nice in der Mine. Okay, wir machen das Versteck auf und holen uns Knete, Leute. Zack, 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 zack. 50, 150, 200, 40. Hatten wir das letzte Mal mehr? Ich weiß es nicht. I'm not sure. Aber 1100 Rubine, Leute, jetzt können wir richtig schön shoppen. Okay, wir haben auch nicht so viel Platz. Sind wir mal ehrlich. Was kann man hier machen? Ich glaube, ich kaufe mir das Ding. Da kommen auch die Dinger rein. Jo. Das Herzteil muss auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht genau, wofür der Schlüssel da ist, Leute. Was ist... Okay, cool, damit kann ich alle Türen öffnen, aber warum? Warum sollte ich das tun? So, okay, das haben wir erstmal. Ich würde jetzt erstmal hier hin kurz gehen. Und, Schild ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das nehmen wir auch mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit. So, haben wir 4, 5. Ich glaube, den Rest behalte ich so erstmal. Jetzt sind wir ein kleines, krasses Äffchen. Und ich glaube, den nehme ich noch mit. Und die Lampe. Ich glaube, so bin ich zufrieden. Weil dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal gut was drin, ne? Das ist, glaube ich, ganz cool. Was macht die Mondperle nochmal? Ach so, ja, das ist auch... Ich weiß nicht. Warum? Das ist vielleicht für den Speedrun oder so wichtig, aber ganz sicherlich nicht für mich. Okay, wir haben noch 140 Rubine. Wir könnten uns hier jetzt noch ein Amulett mitnehmen. Dass wir mehr Leben bekommen oder... Ne, der Rest ergibt, glaube ich, gar keinen Sinn, ne? Der Rest ergibt für mich keinen Sinn. Nö, ich behalte so. Ja, wir bleiben so, Leute. Blaues Elixier ist zwar ganz nice, aber nö, wir bleiben jetzt so. Alles klar. Weiter geht's. Okay. Ist doch noch unerwartet gut geworden. Wirklich unerwartet gut. Ich bin gespannt, wie weit wir es schaffen. Als Äffchen. Ba, 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 ba. So schon mal nicht so weit. Mir fehlt wirklich so ein Ring, womit ich ein bisschen Mana oder so mir abzwacken kann. Das fehlt mir. Ich hoffe, wir bekommen den bald. Alter, so viel Rumgehüpfe hier. So. Zack. Okay, auch gar nichts wieder bekommen. Hi. Bam. Nix los hier. Zack, zack. Ah, es fühlt sich so gut an, wenn man stark ist, ne? Ah. Gib mein Geld wieder, Leute. Okay, einen Schlüssel haben wir bekommen. Hä? Hä? Hatten wir schon... Hä, warum ist da ein Teleporter? Aber wir haben doch schon eine Schlüsseltür gefunden, oder irre ich mich gerade? Miau. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz gucken gehen. Ah, hier geht's nicht zurück. Aber was ist, wenn ich den Schlüssel jetzt nicht mitgenommen hätte? Dann wäre ich ja in den Teleporter gegangen, hätte keinen Schlüssel gehabt. Was wäre dann gewesen? Was wäre dann passiert?
bin gerade verwirrt. Ach so, nee, ich komme. Ah, okay, ich komme einfach wieder da direkt hin. Alles klar. Verstehe. Stimmt, hier bin ich gestartet und jetzt muss ich nach unten und dann war da irgendwo die Schlüsseltür. So, genau hier. Okay, weiter geht's. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Es muss in der Mitte sein, steht da. Ja, ich vertraue dem, dass das so ist. Achso. Okay, weiter geht's. Ein Kompass. Okay, warte, ich geh mal kurz zurück. Und guck mal kurz auf die Karte. Da ist aber ein Raum über uns. Wir haben keinen Händler, oder? Wir haben nur ein Charging-Ding. Es gibt hier keinen Händler. Ist ja traurig. Okay, warte. Nein! Okay, ich gehe weiter nach oben. Hallo? Hallo, komm her! Ich bin Arzt, kommen Sie her! Okay. Oh, Mann, diese Käfer, ne? Okay, hier muss ich einmal die Wand switchen. Dafür muss ich auf jeden Fall nach links gehen. Oh, das war knapp. So, zack. Ist hier noch jemand? Hallo? Nö. Okay. Soweit, so gut. Herzchen nehmen wir natürlich mit. So, ist es schon soweit? Ne, die Dinger kann ich noch nicht kaputt machen. So, hier muss ich jetzt wieder zurück switchen. Ba. Haben wir einen blauen? Wir haben einen blauen, Leute. Nein! Was? Minus 3 Verteidigung? 30 Enemies töten. Alter, das ist ja auch wieder so eine richtige Arschlochstrafe, oder? Okay. Fusion. Zack. Okay. Wir equippen das mal. Natürlich. 80 Rubine. Und irgendwas zu essen. Ramen. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen Rückweg. Ja, dann lass mal Gegner töten. Verteidigung minus 3. Das ist ja wieder ein Move, ey. Oh. Das ist richtig nice. Blaues Elixier. Brauche ich aber gerade nicht, tatsächlich. Ich glaube, ich würde das mal konsumieren, oder? Equip. So. Und noch Feuerorbs. Ne, brauche ich aber gar nicht. Drop die erstmal. Okay. So. Da haben wir schon mal die ersten Gegner. Ah, natürlich, mein Dings funktioniert jetzt auch nicht mehr, oder was? Mein Chillblock funktioniert auch nicht mehr. Wird automatisch auch noch reduziert. Boah, ist das kacke. Zum Glück habe ich wenigstens noch Angriffspower. Aber wir fressen so Schaden, ne? Das ist unglaublich. Zack. So, okay. Da mal den nächsten. So, einmal umdrehen. Oder habe ich das gerade schon? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Zack. Da mal einen Teleporter. Oh Gott. Ich gehe mal kurz raus. Okay, use. Ah,
Oh ja, geil. So, okay. Der Raum ist clear. Ich würde weiter nach oben gehen. Sehr schön. Komm, jetzt gib mir endlich meine Verteidigung wieder. Boah, 300 Rubine, Alter. Und ein Schlüssel. Nice. Oh, nicht schlecht. Alter. Jetzt werde ich aber überschüttet hier. Ja, ein Herzcontainer. Sehr schön. Und noch eine Mana-Bottle. Die kann ich leider aktuell nicht mitnehmen. Brauche ich aber auch aktuell nicht wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Okay, okay. Ja, wir haben halt nichts, wofür wir Mana brauchen. Wäre jetzt was anderes, wenn wir Geld hätten. Wenn wir so einen Geldring hätten. Hammer aktuell, aber leider nicht. So. Oh. Wie viele Enemies noch? Zwei noch. Okay, zwei Enemies noch, dann geht's weiter. So. Ich porte mich mal zurück. Ich hoffe, ich habe gerade das Richtige aktiv. Von der Wand her. Ich bin mir gerade da gar nicht so sicher. Nee, habe ich nicht. Mann! Okay, dann müssen wir da nochmal hin. Wo war der Teleporter? Da, 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 da. Aber ich bin ganz sehr verwirrt, Leute. Wie richtig schlecht das anfing und wie gut es jetzt auch geworden ist, oder? Ich glaube, man darf seinen Run nie unterschätzen, was da noch draus werden kann. Ich glaube, das darf man wirklich nicht machen. Okay. I guess. Bitte noch zwei Gegner irgendwo. Dankeschön. Weil ich brauche auf jeden Fall die Verteidigung für den Boss. Sonst geht das in die Hose. So. Wir haben richtig viel Kohle bekommen jetzt, ne? 500 Rubine. Ja, die Pfeile hätte ich vielleicht liegen lassen können, aber egal. Oh nein. Zack. Oh, krass, wie der mich ignoriert, ey. So. Okay, Boss-Time. Boss-Time. Wir haben relativ viel Heilung. Wir haben 1, 4, keine Ahnung, was das ist. Quick-Bass. 9 Herzen auf jeden Fall. Und eine Cola Sprite oder so. Und das hier. Ja, ich denke... Wenn ich mich gut verhalte und aufpasse, wird das ein guter Boss. Hm. Okay. Ich gönn mir mal eins. Zack. Jo, erst das Down. Ich warte noch. Ich warte noch. Ja, Doppelkill. Sehr schön. Nee, ich glaube, das ist eine gute Runde, Leute. Tatsächlich wird es jetzt noch eine gute Runde werden. Okay, jetzt sind wir Etage 8. Unerwartet gut noch geworden. Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Weiter geht's. Next Round. So, Ascent Ruins. Okay. Ich hoffe, wir bekommen relativ schnell einen Händler. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Oh, du? Ja, komm. Mach mal.
100 Rubine nur? Das ist echt wenig. Das ist wirklich wenig, finde ich. So. Aber wir haben direkt wieder was bekommen. Okay, cool. Trotzdem okay. So, zack. Ja, gehen wir da unten einfach erstmal weiter. Oh ja. Oh, Tarncape. Ich glaube, das nehme ich mal kurz. Für bestimmte Dinge gerade bestimmt nützlich. So, Herzteil nehmen wir auf jeden Fall mit, Junge. Let's go. 60 Rubine. Und die Map. Oh ja. Da haben wir ein bisschen was zu erkunden, auf jeden Fall. So. Zack und zack. Das war dumm. Didlim, didlim. Puh, wie viele Geister. Könnte was sein. Ich glaube aber nicht. Okay, war dumm. Okay, aber neue zwei Bomben bekommen. Da bin ich fein mit. Ja, ich glaube, hier ist weiter nichts. Okay. Ja. Der Key. Ja. Okay, jetzt mal wieder beim Händler. Ja, das war ein Rundlauf jetzt, ne? Ja. Kann ich mir später noch merken, falls ich nochmal Leben bräuchte, irgendwas zum Aufpumpen, dann gibt es hier auf jeden Fall was. Ah, shit. So, ach, dieses ganze Mana. Ich brauche irgendeinen Schmuck, ey. Ich brauche irgendeinen Schmuck. Stimmt, jetzt kommen ja auch die Dinger. Die sind auch nervig. Okay, okay. Okay, es geht nach rechts. Ich glaube, ich würde nach rechts gehen auch. Das scheint... Au, 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 au. Wir haben so viel Kohle, ey. Was ist das? Enemies into stone. Habe ich rote Dinger? Ich habe nur grüne, leider. Aber das nehmen wir beides mit, ey. So, das gibt nochmal plus 2 Angriffskraft. Jawoll. Hä? Wie gut. Wie gut ist der Run bitte geworden? Das hätte ich halt echt gar nicht erwartet, dass wir noch so reinhauen. Okay, was ist das? Das ist geil, aber für den Run halt komplett useless aktuell. Das kommt halt drauf an, was ich noch bekomme. Aber lohnt es sich für 80 Rubine mitzunehmen? Ich weiß es nicht. I don't know. Wir haben halt das Cape auch. Okay, komm. Ich use das und nehme das Ding mit. Ich hoffe, es war kein Fehler. Das werden wir sehen. Geister, ey. Sind jetzt alle in One-Hit, ey. Zack und weg. Weg damit. Ha. Und da ist der Schalter. Und da geht's nach oben. Na, na, na. Na, na, na. So. Kriegen wir hier einen Schlüssel? Ja. Okay, cool. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, den nehme ich nicht mit. Nee.
Es wäre was anderes, wenn ich Sachen verkaufen könnte. Dann würde ich, glaube ich, mich dazu breitschlagen lassen, sowas mitzunehmen. Oh ja, los. Let's go. Das lief gut. Okay, wir sind überall komplett voll. Ihr seid auch ganz eklige Gesellen. Alter. Jo, was ist denn jetzt hier los? Das ist ein Geheimraum. Alter. Sind wir ernst? Was ist denn hier passiert gerade? Okay, wir haben zwei Schlüssel, tatsächlich. Ich lege hier mal eine Bombe hin. Einfach just for fun. Aber dachte ich mir auch schon, dass da nichts drin ist. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch eine Bombe lag und hier noch ein Bier oder so. So, sind wir wieder voll. Ach du Kacke. Okay. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Ist es gerade aktiv? Nö. Da, da, da. Eieieiei, Leute, der Run, ey. Aber ist schon krass. Ist krass, wie sich das auch umtransformiert hat hier alles. Das ist richtig krass. So, kann ich die jetzt schon weghauen? Jo. Das Schwert lässt es zu. Weg damit. Okay, das sieht auf jeden Fall aus wie was, was man wegspringen kann. Das ist zu auffällig. Oh ja, golden und... Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja die Tasche dafür. Vielleicht haben wir später noch das Glück und kriegen was Cooles. So, zack. 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 Mal gucken. Oh, ich glaube... Nee, ich glaube nicht. Das wäre was sinnlos, was ich da getan habe. Okay. Nächster Raum. Zack. Ah! Sinnlose Treffer schon wieder hier. Tja. Wir warten immer noch auf den Ring, ne? Auf den einen. Sie zu knechten. Zack, zack, zack. Okay, weiter geht's. Gleich ist Boss-Time. Kann es sein, dass die verschiedenen Gegner, verschiedenen Charaktere hier, die man auswählen kann, verschiedene Fähigkeiten haben oder so? Oder bilde ich mir das nur so ein? Dass die vielleicht eine erhöhte Chance haben, Rubine zu droppen als Affe oder so? Keine Ahnung. Ah, ist ja noch gar nicht Boss-Time. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Oh, sorry. Stimmt, da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Schauen wir mal. Da kommt ja vorher noch die Mine. Ah, easy. Wir sind ja schon extravagant gefeedet. Okay. Zwei Hits. Hi, Kumpel. Eins, zwei, drei. Weg damit. Zack. Okay. Ich würde mich immer noch freuen, wenn wir eine Wirbelattacke hätten. Das wäre sowas von gut. Nee, 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 nee. Okay, weiter geht's. Wir können nach unten gehen, wir können nach oben gehen. Ich gehe nach unten. Jawohl. Zack, zack. Oh, wir haben, glaube ich, von jedem etwas, oder? Grün, gelb und rot. Naja, nicht von jedem, aber drei verschiedene Farben. Wenn was kommt, dann ist es wahrscheinlich, dass es nicht blau ist, hoffentlich. Das wäre toll. So, kann ich die schon vernichten, während sie Donner machen? Auch eine gute Frage, aber ich glaube ja. Okay, weiter geht's.
Da haben wir noch den Pickel. Der muss auch sterben. Guck mal. 25 Rubine, das ist jetzt nicht so krass, aber noch ein Gemstone hinterher. Cool. Wir bräuchten nur langsam mal wieder was, wo wir es ausgeben können. Oder verbinden können, whatever. So, ich glaube, wir können aber noch nach oben gehen, oder? Irre ich mich? Nee, können wir nicht. Können wir nicht, können wir nicht. Wir müssen irgendwie jetzt nach rechts. Genau. Okay. Wir haben da nämlich auch noch einen Durchgang. Und nach oben geht's auch noch weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es geht auch nach unten und es geht bestimmt hier auch wieder nach oben. Da ist eine Schlüsseltür. Okay, warte mal. Ich gehe hier nochmal nach oben, bevor wir nach da unten gehen. Ah, guck mal. Use. Und Use. Okay, was kann man da bekommen? Ganz ehrlich, bis jetzt hat sich das ja null gelohnt. Das letzte Mal haben wir 3 Bier bekommen. Jetzt kriegen wir 2 Mana-Flaschen. Okay, die sind gestackt. Das ist ganz cool. Aber ich brauche sie halt aktuell nicht. Ich bräuchte diesen Ring. Dann wäre das geil. Womit wir halt uns Geld machen können, ne? Oder Leben. Das wäre auch nicht schlecht. Aber dafür müssen wir erstmal einen Händler finden. Natürlich ist es ein blauer. Genau den, den ich nicht brauche. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Ich habe doch... Einen blauen habe ich nicht. Nee. Das ist doch so traurig, ey. Mann! Das ist alles so traurig, Leute. Okay. Dann müssen wir erst nach oben und müssen wahrscheinlich diesen komischen Schalter finden. Da ist er ja direkt. So. Und wieder zurück. Da, 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 da. Na, na, na. Okay, aber ich bin immer noch guter Dinge. Es läuft relativ gut. Die machen Affen viel Schaden, ey. Es geht auch nach unten. Ja, ich kann sie alle stoppen. Beziehungsweise, ich glaube, man kann sie alle in Stein verwandeln. Das ist es eher. Obwohl es ja schon eine Uhr ist. Eine Keule. Ja, die bleibt erstmal liegen. Okay. Das Ding kann ich auch kaputt schlagen dann. Okay, cool. Die habe ich ganz vergessen. Die gibt es ja auch noch. Oh, die sind so nervig. Die Strobes, meine Lieblingsgegner wie eh und je. Okay, ich mache einfach mal. Ich habe zwar keine Ahnung wofür, aber ich mache es einfach mal. Und dann geht's hier weiter. Okay, wir haben einen Shop. Herzcontainer muss mit. Bogen könnte ich mir auch vorstellen. Wir könnten uns beides leisten, aber ich will es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich will es nicht. Da habe ich Prioritäten. So. Aber Herzcontainer sehen diesmal richtig gut aus. Das ist, wie gesagt, halt, glaube ich, das Einzige, was relevant ist für den Kampf gegen Arcanim. Die Herzcontaineranzahl. Hier oben brauchen wir einen Schlüssel. Weil mehr haben wir nicht mitgenommen. Der Rest wurde uns alles gestohlen. Und deswegen zählt eigentlich nur, dass wir am Ende relativ viele Herzcontainer haben. Max Life halt. Oh Kacke, was mache ich denn jetzt hier? Na, na. So. Da ist er, der Schlüssel. Was zur Hölle stelle ich an? Oh Gott. Okay, wir haben oben noch einen Steg liegen. Das lassen wir uns gleich mal schmecken. Zack. Ein Steg. Oh nein. Nicht die.
Nee, nee, nee. Mega nervig, ey. Hui! Okay, weiter geht's. Ah, was ist das? Revival. Das könnte geil sein. Ich nehme aber das mit. Das hat sich schon mal gelohnt. Ja, ich könnte das Revival-Ding mitnehmen. I don't know. Erstmal nicht. Feenquelle, okay. Wow. Händler und Feenquelle. Nebeneinander. Das ist schon krass. Okay. Und da geht's runter. So, nehmen wir das mit. Wir nehmen das nicht mit. Wir nehmen unser Geld mit. Leute, das war nice. Wir sind jetzt bei den Zwergen, ne? Richtig? Jo. So. Da gibt es ja auch eine geheimnisvolle Kammer. Würde ich sie mal nennen. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Hier war auch nur wieder diese Quelle, ne? Ja. Genau. Ich werde mir jetzt erstmal mein Upgrade holen. Und dann will ich irgendwo gucken. Irgendwo müssen wir ein paar Bomben legen. Das müssen wir halt mal rausfinden, wo genau das stattfindet. Dieses Bombenlegen. So, aber hier jetzt erstmal Upgrade. Was bekommen wir? Use und rein da. Bekommen wir immer das Gleiche? Bekommen wir immer Schwert und Bogen oder bekommt man auch was anderes? Ich will mal gucken. Man bekommt unterschiedliche Dinge. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir mehr Glück. Okay, was ist das? Genau. Wir kriegen eine... Ah, okay. Also hier sehen wir jetzt immer die Karte und die geheimen Wege dazu. Okay. Schwert hätte mir besser gefallen tatsächlich, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Schade. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, man bekommt zwei Items. Das letzte Mal halt krasses Schwert, ne? So, hier würde ich mir glaube ich nichts kaufen. Dann haben wir hier nochmal einen Trankladen. Da könnte man halt jetzt auch schon wieder mit diesem Ring richtig geil Knete rausholen. Wir halt nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das hier jetzt droppen. Ich lasse das jetzt hier droppen. So. Und nehme mir dafür lieber nochmal so einen Trank mit. Bin ich ehrlich. Der ist mir ein bisschen mehr wert. So, genau. Ihr habt gesagt, es gibt hier nochmal eine sprengbare Wand irgendwo. Oh Gott, echt? So easy? Okay, cool. Geil. Hä? Nein! Hä? Was? Okay, jetzt kaufe ich mir Bomben. Jetzt will ich es wissen. Soll ich mir das kaufen? Nee. Hey, warte mal. Eine Bombe 15, 8 Bomben 45. Bombentasche ist halt auch geil. Hä? Nein, 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 nein. Nicht nochmal rein. Okay, da oben in der Ecke. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch, ey?
Jetzt sag mir nicht, ich muss hier noch ewig um die Ecken rumsprengen. Och nö! Was ist das denn jetzt für ein Käse? Ich muss jetzt bestimmt über 20 Räume hinweg irgendwie so die Wände wegsprengen. Kacke! Mann! Aber ich will's wissen für den nächsten Durchlauf, ganz ehrlich. Also, das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich da... Also hier eine. Boah, dann ist bestimmt auch hier irgendwo noch eine, so ganz doof versteckt. So, ich hoffe, es geht jetzt hier wieder lang. Ey, leck mich am Arsch. Jetzt macht's aber nur Sinn, wenn es hier weitergeht. Nicht? Geht's immer noch hier weiter? Oh, Kacke! Jetzt macht ja nur links und oben Sinn. Oh Mann! Echt jetzt? Oh, ich wusste nicht, dass es so kompliziert ist, aber da muss ja was richtig Gutes drin sein, oder? 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 Ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, mein Geld reicht noch, dass ich alles wegsprengen kann. Aber das, boah, das geht ja noch übelst um die Ecken, oder? Ah, Kacke. Wie nervig das ist. Oh nein. Warum? Okay, Okay. Okay. Warte, was? Jetzt check ich gar nichts mehr. Brauche ich dann Enterhaken? Weil da sind so der... Ah ne, das ist auch alles so. Oh nein, ich muss hier lang, ne? Hä? Nein? Was? Leute, ich check's nicht. Wie soll man denn da rüberkommen? Hier war ja jetzt nichts drinne. Oh Gott, ich glaube, ich muss mir da mal ein Tutorial angucken, Leute. Aber sorry, ich versau mir hier gerade den Run, wenn ich das weitermache. Ich lasse es lieber. Ich versau mir sonst den Run. Ich habe jetzt schon so viel Kohle sinnlos ausgegeben. Da muss ich mir echt mal ein Tutorial angucken. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt da über die schwarze Fläche drüber kommen soll. Oder ist da irgendwas Unsichtbares? Das ist ja richtig beschissen gemacht. Ja gut, wenn man das weiß einmal, ne? Dann kann man das genau einschätzen. Okay, ich habe noch so viel Stuff, ich habe genau so viel. Ich weiß, dass ich da jetzt noch so und so viele Bomben brauche. Aber da ist auch nichts Unsichtbares. Ich verschwende hier nur meine Zeit gerade. Ich habe mein Leben verschwendet, ich habe mein Geld verschwendet, ich habe meine Bomben verschwendet. Wahrscheinlich lohnt sich's richtig, aber Leute, ich werde mich da einmal kundig machen, was da, wie der Weg genau ist. Beziehungsweise schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ob sich das überhaupt lohnt. Ob da der Stuff drin ist, der sich lohnt dafür. Ich muss wahrscheinlich noch 20.000 andere Wände und Wege gehen. Bevor sich das richtig lohnt. Wahrscheinlich noch nach oben und weiter nach links. Und wahrscheinlich muss ich insgesamt 20 Bomben oder so freiballern. Mmh. Mmh.
Okay, komm, ich probier's noch weiter. Ich habe jetzt einmal damit angefangen, ich mach weiter. Ich glaube, der Weg, den ich jetzt gegangen bin, war ein Trap. Ich glaube, ich muss wirklich einen riesen Umweg gehen. Oh, shit. So, Leute, ich habe mir jetzt mal die Lösung rausgesucht. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch schaffen mit 7 Bomben. Ich weiß es nämlich nicht. Also, es geht erst hier lang. So, dann geht es hier lang. Dann geht es hier lang. Das ist richtig. Okay, ich habe schon hier die falsche Lösung, denn es geht hier lang. Wahnsinn. Dann geht es hier lang. Wundervoll. Ich kann es bestimmt schon nicht mehr schaffen. Okay, da lang. Hier lang. So, dann hier in der Mitte. Da habe ich ja nur noch 2 Bomben und ich kann es nicht mehr schaffen, leider. Ich habe die Lösung jetzt, aber ich kann es nicht mehr schaffen. Kacke. Gut, Leute, also beim nächsten Mal wissen wir es. Beim nächsten Mal wissen wir es, wie es geht. Aber jetzt habe ich keine Bomben mehr. Und ich brauche 14 Bomben, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich habe aber kein Geld mehr, keine Bomben mehr, ich habe nichts mehr. Komplett lost. Ich habe Leben verloren, ich habe Geld verloren, ich habe Bomben verloren. Wir haben hier alles verloren. Fürs nächste Mal habe ich mir die Lösung rausgesucht. Aber ganz ehrlich, ich ärgere mich gerade zutiefst. Ich ärgere mich gerade zutiefst. So. Nehmen wir wenigstens die Mana-Flaschen noch mit. Wer weiß, ob wir vielleicht noch irgendwas kriegen, was uns später nützen wird. Mann, das tut so im Herzen gerade weh, dass das so passiert ist. Kriegen wir irgendwo nochmal Geld oder Bomben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein. Okay. Wir hätten es sein lassen sollen. Ja. Ist leider die traurige Wahrheit. Dann hätten wir jetzt noch 200 Rubine. Hätten uns jetzt vielleicht was Schönes kaufen können. Shit. Mann, ihr steht scheiße, Leute. So, das Coole ist, wir haben die Dungeon-Karte. Und können sämtliche Geheimnisse sehen. Wie zum Beispiel auch diesen Shop da oben. Natürlich brauchen wir erstmal ein bisschen Kohle. Für das Ganze. So. Okay, wir gehen auch gleich weiter nach links. Okay, die halten schon mal viel mehr aus als vorher. Und Geld kriegen wir gerade gar nichts. Traurig. Yay, wir haben die Bombentasche erhalten. Wahnsinn. Ach Gott, ey. Okay. Was ist das? Ring of Health. Converts Magic from your Magic Meter into Hearts. Das ist nice. Das ist nice. Okay. Schön. Danke. Schlüssel hätten wir. Aber ich gucke mir erst nochmal die anderen Räume an. So, hier in dem Raum waren wir ja eben schon. Mann, ihr schießt ja alles auf mich. Was ein Kackraum. Ah ne, waren wir noch gar nicht drin. Okay, alles geht auf. Wir gehen hier lang. So. Und hier war auch irgendwo ein Shop, glaube ich jetzt. Gleich muss der kommen. Ja. Oh ja. Zack, zack. Aber das bringt mir das irgendwas? Hier nicht.
Hier leider gar nicht. Scheiße, ey. So. Meint ihr, wir kriegen nochmal genug Geld zusammen, um uns dann im Shop was Krasses zu kaufen? Ich glaube ja noch nicht so wirklich dran. Okay, da ist der zweite Schlüssel. Wir kommen noch gar nicht zum Shop. So. Aber hier geht's weiter. Zack. Okay. Nur aufs Maul kriege ich hier. Zack. Hallo, hallo, hallo? Kingstone. No, 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 no. 30 Rubine. Okay, wenigstens ein bisschen Kohle. Und weiter geht's. Das ist so schlecht hier, ne? Was ich gerade spiele. Ich weiß nicht, ob die Konzentration nachlässt oder ob es immer noch der Ärger ist von den Bombengetümmel, was ich da hatte. Ich kann es wirklich schlecht sagen, was es genau ist. Okay. Wir haben aber noch viele Tränke. Wir haben Mana. Aktuell sieht es noch ganz gut aus. Es sieht noch ganz gut aus. Mal kurz durchatmen, Leute. So. Oh, guck mal. Das ist auf jeden Fall eine sprengbare Wand, würde ich sagen. Hallo. Ey, Leute. Macht mich nicht fertig. Das ist eine sprengbare Wand. 100 Pro. Dü-dü. Komm schon. Lass was Gutes drin sein. Okay, Geld. Das brauchen wir auch. Denn wir wollen ja gleich in den Shop rein. Okay, warte, 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 warte. Oh Gott. Ich glaube, ich use mal eins. Meine Fresse. Okay, Mana. Die sind ja sowas von tanky, ey. Das ist ja der Wahnsinn. So. Ja, da ist noch so ein Käferchen übrig. Wo ist denn das? Alter, ich renne hier in jede Stachel rein. Ah! Was ist los? Meine Konzentration ist total im Eimer gerade. Ist ja der Wahnsinn. Okay, hier muss ich noch irgend so ein Ding aktivieren. Das müsste aber gleich hier theoretisch bald kommen. Kann ich den töten? Den kann ich noch nicht töten. Hallo. Boah, Junge, was ist denn jetzt los? Das läuft ja überhaupt nicht mehr. Use, use, use. So, zack. Fackel an. Mach mich nicht fertig. Durchatmen, ganz ruhig. Okay, da ist der Shop. Ich glaube, das ist nichts für mich. Das Zeug. Das läuft so scheiße gerade. Oh, dankeschön. Wow. Endlich mal was Schönes bekommen. So, jetzt kommt der Shop. Aber da ist ja, ehrlich gesagt, das sind... Ring of Arrow brauche ich gar nicht. Ja, nee. Danke. Ist gerade nicht so meins. So.
Okay. Konzentration, Leute. Konzentration, ruhig Blut. Alles ist noch drinne. Wir müssen nur ruhig bleiben und chillen. Dann wird alles gut. Sagte er und rannte in die Stacheln. Geht's euch auch so manchmal, Leute? Oder bin ich der Einzige, der jetzt hier irgendwie Paranoia entwickelt und überall dagegen rennt? Sehr schrecklich. Okay, hier haben wir noch eine Feenquelle. Ich clear die anderen zwei Räume, dann gehe ich in die Feenquelle. Das ist schön. Ah, okay. Perfekt. Gut. Wir haben den Moldurm, Leute. Der ist jetzt am Start. Wir haben es eigentlich komplett verschissen, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, haben wir es komplett verschissen. Wir hätten uns da wahrscheinlich noch richtig krass Upgrades holen können. Wir wären wahrscheinlich schon Level 7 oder Level 8, was Rüstung und Schwert angeht. Wenn wir die ganzen Schatzkisten bekommen hätten. Aber wenn man es nicht weiß und blind machen möchte, dann ist das halt so. Ich nehme jetzt das Mana. Und dann gehen wir rein. Und ich glaube, ich rüste den aus. Okay, let's go. Na, das fängt ja scheiße an. So, was ist denn? Das bringt ja nicht mal was. Das hat ja nicht mal was gebracht, ganz ehrlich. Das hat nichts gebracht. Ah, das war dumm. Das war dumm. Das war so dumm. Sorry, Leute. Das war wirklich dumm von mir. Ich hätte den Ring nutzen sollen. Beim letzten Mal lief es so viel besser gegen den. Okay. Aber wir leben noch. Ja, keine Meisterleistung auf jeden Fall. Es ist aber grundprinzipiell ist es egal. Solange wir zu Arganem kommen und viele Herzcontainer haben, ist es egal. Weil im Endkampf ist eh alles wurscht, was wir uns aufgebaut haben. Das ist ja das Kranke. Das sind nur noch die Herzcontainer wichtig. So. Let's go. Na klar. Das Einzige, was blöd ist, ist halt abnormal schwer, erstmal bis dahin zu kommen. So. In manchen Fällen. Hi. Wie geht's, Leute? Okay, 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 okay. Weiter geht's. Next round. Oh Gott. So, die machen abnormalen Schaden. Die Statuen. Das weiß ich noch. Deswegen von denen sollten wir uns auf jeden Fall nicht treffen lassen. Ich versuche mich jetzt wirklich noch mal ein bisschen zu konzentrieren, ein bisschen zusammenzureißen, Leute. So. Was haben wir hier? Gemstones. Ob wir hier noch mal einen bekommen? Kann ich eigentlich mal auf der Karte gucken. Oh shit. Was? Ich könnte durch die Wand schießen. Zeig mal, Karte.
Wir haben da 20 Shops. Ne, sieht nicht so aus, ne? Wir haben haufenweise Shops, aber ich glaube nicht das, was wir brauchen. Okay. So, hier drehen wir jetzt erstmal das Ding um. Theoretisch können wir auch einfach rausgehen. Ich glaube, ich gehe auch einfach raus. Der ist mir zu squishy, der Raum. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und gehen hier weiter. Und eigentlich können wir direkt mal unseren Ring ein bisschen benutzen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit Kopf spielen. Ganz ruhig, ruhig Blut. Weiß gar nicht, was jetzt los war. Das mit den Bomben hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, glaube ich. Das war das, was mich gerade richtig genervt hat. Und mich so ein bisschen zurückgeworfen hat irgendwie. Shit. Egal, ignoriere ich. Ich hoffe halt, dass nicht irgendwo ein Schlüssel dabei war. Dann müssen wir eh nochmal zurückgehen und die Monster klatschen. Okay. Geld ist schön. Wir haben hier sehr viele Shops. Die sollten wir alle mal auskundschaften. Oh Gott, nein. So. Oh naja, nicht die schon wieder. Nicht ihr Jungs schon wieder. Okay. Bisschen Mana. Okay, weiter geht's. So, schön. Das war gut. Ich hasse die. Ich hasse die so sehr. Okay. Sehr schön. Okay, schön. Immer ruhig Blut. So, zack. Das sind Mana-Typis, ne? Ich hasse die so sehr. Nervt mich gerade, dass ich nicht das Blutschwert habe und die vernichten kann. So. Okay, cool. Dann gehen wir gleich mal hier rein. Hier können wir schon wieder das Ding umdrehen. Boah, voll weggelasert. So. Komm, von denen hat doch irgendeiner einen Schlüssel, oder? Komm schon. Ja, oder auch nicht. Okay, wir gehen nach oben. Okay, cool. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Irgendjemand? Hallo? Okay, jetzt könnte ich wieder nach oben gehen. Bringt mir das was? Okay, Shops sind aktuell noch sehr weit weg. Bis jetzt hat der ganze Weg mir fast gar nichts gebracht, glaube ich. Ach, scheiße. Nene. Zack, zack, zack. Ja, bisschen Kohle nehmen wir mit, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Da brauchen wir Schlüssel. Hi.
Okay, da komme ich nicht weiter. Ich schätze, vermutlich müssen wir doch einen der Räume abschließen, in denen wir vorher noch nicht waren. Beziehungsweise in denen wir waren, aber nicht alle Gegner besiegt haben. Zum Beispiel der Raum hier. Okay, komm, wir versuchen mal unser Glück. Sehr schön. Hallo? Kann halt auch sein, es bringt gar nichts. Bringt's auch nicht. Shit. Okay, wir hatten aber noch einen Raum. Das war der hier. Oh. Ja, immerhin. Okay, ansonsten haben wir überall Gegner besiegt bis jetzt. Aha. Glaube ich zumindest. Dann müssen wir erstmal hier drüben nach links weitergehen. Aber ich denke, zu Arcanum, wenn wir weiter so spielen jetzt, mit ein bisschen Bedacht, sollten wir es schaffen. Zumindest, dass wir zu Arcanum kommen. Okay, hier hätten wir hin müssen. Das wusste ich da aber noch nicht. Okay, wo war der Schalter? Kann ich das sehen? Ja, da drüben. Okay. Boah, nee, ey. Muss jetzt nicht sein. Shit, ey. Komm her. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay. Der könnte einen Schlüssel haben. Mehr. Zack, zack, zack und tschüss. Hat er aber nicht. Mist. Okay, wir benutzen den mal. So, kein Mana mehr. Und dann würde ich mal Bomben wieder equippen. So, weiter geht's. Okay, mit dem Auge. Der hat einen Schlüssel. Der Penner hatte den Schlüssel. Okay, und weiter. Gut. Dann, ja, jetzt müssen wir den Raum mit dem Schlüssel wiederfinden. Der muss doch irgendwo hier gewesen sein, oder? Linksmäßig. Haha, linksmäßig. Okay, da ist er. Rein da. Ich will nur mal sagen, wir hätten jetzt halt auch schon 400 Rubine haben können, statt 280. Und es könnte sein, dass wir viel stärker gewesen wären, wenn ich das halt mit den Bomben nicht verkackt hätte. Sind halt alles nur vage Anmutungen, aber das müssen wir uns halt für den nächsten Run merken. Okay, wir haben einen Feenorb. Ich drop das Ding. Das werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Okay, was sagt die Karte? Was heißt das? Was heißt der rote Stab? Feuerstab. Da brauche ich aber einen Schlüssel sowieso. Deswegen, ich gehe erstmal nach oben. Ja, wir gehen erstmal nach oben. Okay, die finde ich mittlerweile okay. Wenn du das richtige Schwert dafür hast, sind die easy. So, zack. Und weiter nach oben. Oh. Das sollte gehen. Geil. Schön. Dankeschön. Okay, drei Bier. Sauf mal weg und das können wir sogar stacken. Cool. Hey. Und da ist ein Shop. Back. Ich werde mir jetzt erstmal nicht das Bag kaufen. Das Bag. Aber so einen können wir nochmal fusen. Okay, let's go.
Oh shit, der buggt da drinnen. Ist ja aber nicht schlimm. Toll, Bomben. Habe ich ein... Hä, habe ich die große Bombentasche? Ich bin gerade verwirrt. Ach stimmt, ja, die haben wir irgendwo bekommen. So. So, zack. Und tschüss. Okay, war keine Falle. Aha. Ah ja. Oh, Schatzkisten. Zack. Und? Geld? Brauchen wir nicht. Shit. Bitte nichts. Oh, was? Okay, unsere Effekte wirken nicht mehr. Was hatten wir für Effekte? Ich weiß gerade gar nicht. Buy one shop item. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wir gehen einfach nochmal ganz kurz. Oh Gott. Wir gehen einfach nochmal ganz kurz zurück. Da kann ich gleich nach oben gehen. Und kaufen das hier. Zack. Easy. So. Und dann geht's hier oben weiter. Okay, da haben wir den nächsten Shop. Was war das für einer? Ring of Bomb. Ne, brauche ich auch nicht. Ring der Magie, vielleicht. Magieflasche, vielleicht. Aber bin ich ehrlich, wir haben erstmal, glaube ich, höhere Prioritäten als Mana. Gott. Ba, 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 ba. Okay, weiter geht's. Wir suchen aktuell einen Schlüssel, oder? Ich glaube ja. Okay. Chill doch mal. Boah. Yo. Macht doch mal einen ruhigen, Leute. Okay, 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 okay. Was ist denn eigentlich mit dem Ding? Okay, use. Die Feen, die kommen nicht automatisch raus, oder? Ich muss das immer zerbrechen, glaube ich. Oh Gott, Alter, wie weit die werfen können. Yo. Okay. So. Alter. Okay, da haben wir den nächsten Händler. Was macht der? Auch nicht. Okay, da kommt aber direkt der nächste. Was ist das? Hi Zelda übrigens. Okay, ich glaube, das nehme ich mir mal mit. Da unten haben wir dann den letzten Händler. Aber ich glaube, das ist aktuell das Nützlichste. Ich will mal was testen. Gott. Ja! Ah, aber Gemstones brauche ich nicht. Bullshit. Gerade übelst gefreut, weil es halt einfach Sinn ergeben hat mit der Karte. Shit. Oh-oh. Okay. Ruf die Tür. Bam, ba, 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 ba. Du, du, du. Okay. Da ist der Schlüssel. Beautiful. Das war gut. Ja! Onkel durchwühlen. Geil. Aua. No, nix drinne. Mano.
So ein Bullshit. Okay, wir machen den mal ein bisschen und dann geht's weiter. Okay, es geht nach unten. Es geht nach unten und dann brauchen wir jetzt hier gleich einen Schlüssel, genau. So, okay. Wir müssen es ja bald geschafft haben, theoretisch. Hi. Denk mal, da passiert jetzt nichts, oder? Nö. Zieht mir sogar Mana ab? Was eine Scheiße. Hallo. Riecht da was, wenn ich die töte? Wahrscheinlich nicht, ne? Gar nichts. Okay. Es geht weiter. Das war dumm. Das war eine dumme Bombe. Ah. Ja, bringt mir jetzt auch nichts mehr, ne? Ring of Rupees. Ja, egal. Wenn man bei Arcanum im Sinn ist, egal. So, Tür auf. Und weiter geht's. Wir haben es ja fast geschafft. Wir müssen dann nur gucken, dass wir gegen Arcanum bestehen. Das ist ja dann alles, theoretisch. Oh. Was willst du? Da kriegen wir Rubine. Aber ganz ehrlich, was will ich dem Rubine geben? Was brauche ich jetzt noch Rubine? Ich brauche Max Health dann. Das ist das, was ich brauche. Und wir haben noch eine Fee. Oder zwei sogar. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Hi. So, wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich. Ich bin guter Dinge. Okay, ich gehe mal kurz in den Raum. Da kann ich mir noch was holen. Ich glaube, ich habe noch einen grünen. So. Ja. Theoretisch brauche ich nichts mehr. Ich brauche theoretisch nur noch Herzcontainer. Wenn ich einen Herzcontainer bekomme, geil. Pfeile nützen mir gar nichts. Das nützt mir auch nichts. Okay, cool. Herzcontainer wäre es gewesen. Aber ich glaube, wir sind etwa wieder mit derselben Herzcontainer-Anzahl im Bossfight. Oh Gott. Okay. Ah. Ist auch eigentlich scheißegal. So. Da geht's runter. Da geht's runter, Leute. Da geht's zu Arcanum. Richtig? Ja. Ja, komm. Auf geht's. Use. So. Wir verlieren eh alles andere. Also auf geht's, Leute. Auf geht's. Jetzt kommt die Entscheidung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen mit dem Run. Ehrlich, ich hätte gedacht, dritte, vierte Etage ist Schluss. Wahnsinn, dass wir überhaupt bei Arcanum angekommen sind. Aber das macht einfach die Erfahrung jetzt mittlerweile. So. Jetzt guck mal, ob ich recht habe. Wir versuchen, die Bomben zu nehmen, die er uns entgegenwirft. Er klaut uns einfach alles. Wir sind komplett auf Null. Wir können nicht mal... Oh, wow. Yo, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Die Frage ist, wie oft müssen wir ihn erwischen? Okay, zweimal. Ja, ausweichen ist scheiße. Okay, haben wir auch geschafft.
Kacke. Dreimal. Okay. Ja, Leute, das war der Run von heute. Wir wissen jetzt, wie wir Arganem besiegen. Ich habe am Anfang ein bisschen Scheiße gemacht, wurde zu oft getroffen. Wenn man wenigstens die Rüstung hätte, ne? Wenn man mehr aushalten würde. Das wäre wenigstens geil. Ich weiß nicht, wie oft man ihn treffen muss, Leute. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber dreimal haben wir ihn schon getroffen. Ich muss nur ein bisschen besser üben mit dem Ausweichen. Das ist alles. Aber Leute, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Das war die heutige Folge, der heutige Versuch. Ich hätte gar nicht wirklich gedacht, dass wir so weit kommen. Wir versuchen es bald wieder. Und vielleicht schaffen wir es dann auch endlich. Und dann kommen wir vielleicht auch bei der Mine von den Zwergen endlich mal an die ganzen Schatzkisten ran. Das wäre doch auch geil. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.